Nachlegen heißt die Devise beim 1. FC Schweinfurt 05 vor knapp 500 Zuschauern. Das 4:3 am Ostermontag in Nürnberg muss aus Sicht der Schnüdel zwingend mit einem Heimsieg gegen den heftig strauchelnden FC Pippenried veredelt werden. Die Oberbayern in Weiß warten seit sage und schreibe 13 Spielen auf einen Sieg. Zu einem Überfluss trat unter der Woche auch noch der sportliche Leiter Tarik Sarı-Sakal zurück. Die Hausherren versuchten dann auch gleich mal aufs Gaspedal zu drücken, die ersten Annäherungsversuche auf das Gehäuse von Daniel Witteczek aber noch von überschaubarer Gefährlichkeit. Doch nach 16 Minuten geht's dann mal über links. Dominik Schmidt mit dem Haken und dem Abschluss, den Witteczek nicht festhalten kann. Christian Böhnlein steht goldrichtig und staubt ab zum 1:0 für Schweinfurt, also erstmal Nervenberuhigung für die Unterfranken. Es war aber nicht so, dass sich Pippenried einigelte. Die Gäste spielten durchaus mit, im letzten Drittel waren sie aber viel zu harmlos. Die gefährlichere Mannschaft blieb Schweinfurt und nach 2-3 Halbchancen versuchten sie es nach 36 Minuten wieder über links. Pascal Moll mit der Maßflanke auf den lauernden Benjamin Hatzic, 2:0, allerdings auch viel zu luftig verteidigt von den Gästen. Die Schnüdel schienen nun alles im Griff zu haben und waren drauf und dran nachzulegen. Nur 2 Minuten später zirkelt Moll das Ding nur knapp am langen Pfosten vorbei. Doch urplötzlich kam auch der FCP wie Kai aus der Kiste wieder zum Vorschein. 40. Minute, Faton Cimaili wird auf links geschickt und seine Reingabe verlängert Benedikt Lobenhofer gekonnt zum Anschlusstreffer in den Schweinfurter Kasten. Damit war die Verunsicherung vorübergehend zurück bei den Gastgebern. Pippenried gleich im nächsten Angriff mit der Gelegenheit zum Doppelschlag. Belmin Idrisovic trifft nur den Hintern von Marvin Jicke. Ball prallt zurück zu Lobenhofer, der aber das Kunststück fertig bringt, hier tatsächlich am Tor vorbeizuschießen. Die Gastgeber durchaus noch mit Gesprächsbedarf vor dem Gang in die Kabine. Auch zu Beginn des zweiten Abschnitts waren sie zunächst noch etwas wackelig unterwegs, ehe sie dann nach 54 Minuten erstmals wieder gefährlich vor Witteczek auftauchten. Der Distanzschuss von Lukas Aigner hoppelt knapp vorbei. Das Match insgesamt weiter auf Messerschneide, die Oberbayern hartnäckig und hier mit Spielglück. Die Kugel fällt Kapitän Jicke vor die Füße, die Situation wird aber noch geklärt. Rüber wieder auf die andere Seite. Eine scharfe Reingabe nimmt Joker Tim Kraus stark an und spitzelt rüber zu Hatzic, der in der 66. Minute den Doppelpack schnürt. Nun also wieder 2 Tore Führung für die Schnüdel. Und damit schien der Widerstand des FCP auch ziemlich gebrochen. Der eingewechselte Malik McLemore mit einer sehenswerten Direktabnahme in einer zu kurz abgewehrten Ecke, die noch abgefälscht wird. Doch in der 78. Minute läuft's besser für die Hausherren. Die weite Flanke von Böhnlein landet am zweiten Pfosten auf dem Schädel von Moll. Jetzt war der Deckel drauf. Fehlte noch das Sahnehäubchen. Und für das war McLemore in der 82. Minute zuständig. Fulminanter Schuss des 26-jährigen Deutsch-Amerikaners, Marke Tor des Monats zum 5:1 Endstand. Ich denke, dass wir in der ersten Halbzeit viele Phasen im Spiel hatten, wo wir die letzte Linie des Gegners sehr, sehr gut bedroht haben. Wir haben sehr, sehr viele Torchancen rausgespielt, gute Aktionen gehabt, sind dann auch verdient in Führung gegangen, legen das 2:0 nach. Und dann muss man sagen, vor der Halbzeit, wo das 2:1 fällt und auch letztendlich dann eine Riesenchance zum 2:2 ist, das war nicht gut von uns. Da müssen wir hart daran arbeiten, dass wir das konzentriert runterspielen. Ich glaube aber, dass auch in der zweiten Halbzeit uns war wichtig, dass wir gut aus der Halbzeit rauskommen, sodass wir auch zeigen, dass wir unser Spiel hier unbedingt gewinnen wollen. Das hat die Mannschaft gemacht. Wir haben das dann verdient gewonnen. Also vielleicht kann man jetzt von der kämpferischen Leistung im Team keinen Vorwurf machen, aber nichtsdestotrotz am Ende, wie schon gesagt, es ist ein deutliches Ergebnis. Es schmeckt nicht, es ist bitter. An den Jungs nagt es auch. Und ich meine, jetzt auch in Bezug aufs Ergebnis letzte Woche, wir wollten ein anderes Gesicht zeigen. Über Strecken haben wir auch ein anderes Gesicht gezeigt. Schweinfurt war nicht in allen Phasen souverän, aber mit dem nächsten Befreiungsschlag sowie dem Sprung auf Rang 13. Pippenrieds ohnehin verschwindend geringe Chancen auf den Klassenerhalt sind angesichts von 15 Punkten Rückstand auf die Relegationsränge damit nur noch theoretischer Natur.